Hallo, ich bin Sebastian, Oberleutnant, 27 Jahre alt und Softwareentwickler bei der Bundeswehr. Als Softwareentwickler bei der Bundeswehr entwickeln wir eigenständig Softwareprodukte oder passen bestehende Software an die Bedürfnisse der Bundeswehr an. Den Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich in diesem Büro und entwickle am Computer die Software. Ja, hier an meinem Rechner, auf der rechten Seite habe ich meine Entwicklungsumgebung, in dem ich meine Arbeit implementiere, und auf der linken Seite sieht man das Ergebnis. Ich habe technische Informatik studiert und bin vor 3 Jahren als Seiteneinsteiger zur Bundeswehr gekommen. Ich bin zur Bundeswehr gekommen aus Überzeugung. Außerdem bietet die Bundeswehr ein spannendes Arbeitsumfeld und einen vielseitigen Arbeitsalltag. Als Softwareentwickler solltest du logische Abläufe konzipieren können, aber auch neben der fachlichen Expertise, die du mitbringst, solltest du eine gewisse Begeisterung für die Bundeswehr mitbringen und auch aufgeschlossen für Neues sein. Eines der spannenden Projekte, an denen ich mitgewirkt hatte, war ein Dashboard, das wir für das Kommando Sanitätsdienst erstellt hatten, um ein aktuelles Lagebild über die Corona-Entwicklung bundesweit zu haben. In der Softwareentwicklung stehen wir quasi auf 3 Säulen. Einmal in der C#.NET-Entwicklung. In Java arbeiten wir und auch mit modernen Web-Frameworks wie React. Unsere Abteilung führt 2 wesentliche Aufträge mit aus. Einmal die Entwicklung, bedeutet, wir entwickeln eigenständig die Software, haben 100%ige Code-Souveränität darüber oder passen kommerzielle Software auf unsere Bedürfnisse an. Dann danke ich euch für euer Interesse, und wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut euch hier auf der Webseite um oder geht auf die Karriereseite zur Bewerbung.